Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Gestern hat ein Tweet von Osni die Welt von einigen Spielern ins Wanken gebracht. Darunter Leuten, die gerne auf Faceit spielen bzw. Spiele nutzen, die Anti-Cheats wie Vanguard oder BattleEye benutzen, also zum Beispiel Valorant. Er schreibt hier, dass Microsoft plant, Kernel Access für Security Solutions zu entfernen. Was das Ganze bedeutet, warum es für Seiten wie Faceit sehr fatal sein kann und warum wir uns aber gar nicht allzu große Sorgen machen müssen, schauen wir uns jetzt an. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Würde das so durchgeführt werden, würde das bedeuten, dass zum Beispiel Faceit keinen Anti-Cheat mehr hat, beziehungsweise zumindest nicht das, was sie im Vorfeld die ganze Zeit benutzt haben. Der gute alte Rat an die Volvos, sie sollen doch endlich mit Faceit zusammenarbeiten und deren Anti-Cheat bei sich implementieren, würde dann gedreht werden und man würde sagen, Faceit, ihr müsst mit CS2 zusammenarbeiten und WAGNet benutzen. Dann wäre Valve Vorreiter in Sachen Anti-Cheat. Und zwar Anti-Cheat in dem Sinne, dass man den Playstyle des Spielers überprüft und dann schaut, ist es ein echter Mensch, der da spielt oder hat er an? Hier gab es dann natürlich einen Aufschrei, die Leute sind außer sich, wenn sowas tatsächlich passieren würde, wäre zum Beispiel Valorant ziemlich instantly im Arsch, wie hier zum Beispiel jemand schreibt, und auch externe Seiten wie eben zum Beispiel Faceit würden ordentlich ausbluten. Aber, und dieses Aber ist wirklich riesengroß, muss das alles gar nicht so kommen. Erstens schreibt er hier von Planen und zweitens schreibt Osni hier nicht die volle Wahrheit, beziehungsweise nicht die volle Wahrheit. Er hat hier aber eine Aussage von Microsoft etwas umformuliert, was man wiederum aus dieser hinzugefügten Kontextnachricht lesen kann. Und das ist übrigens ein Banger, hier zwecks Twitter. Ja, man schreibt irgendein Kuschel und dann kann man den Kontext hinzufügen und sagen, oh, unterschätzt das mal nicht. Microsoft hat nämlich zum Beispiel Folgendes auch geschrieben. Es bleibt zwingend erforderlich, dass der Kernel Access eine Option bleibt. Zumindest in diesem Moment gibt es keinen Indikator dafür, dass Microsoft diese Möglichkeit entfernen möchte. Stattdessen haben sie angegeben, dass sie zusätzliche Sicherheitsfunktionen außerhalb des Kernel Modes bereitstellen wollen. Und wenn ihr so einen Kontext anklickt, dann seht ihr auch nochmal die Infos dazu, also die Quellen. Was heißt das jetzt genau? An sich eigentlich nicht allzu viel. Ich nehme an, dass Osni diesen Tweet aus demselben Grund gemacht hat, weswegen ich auch dieses Video mache. Und zwar weist man darauf hin, dass die Sicherheit der Spiele nicht nur von den Anti-Cheats und den Firmen abhängt, die diese Anti-Cheats machen, sondern eben auch von der Zusammenarbeit mit Microsoft. Es ist also vergleichbar mit den Infos oder auch Infovideos, die man mitunter schon gemacht hat, in denen man erklärt, dass Skins, wie zum Beispiel dieser hier, mir und euch und uns gar nicht wirklich gehören. Solange die Volvos es zulassen, liegen die bei uns rum, man hat sein Inventar und alles ist cool. Aber wenn die Volvos sagen, nee, lass mal lieber, dann können die Skins entfernt oder gelöscht werden, oder es kann irgendwelche andere Nutzungsbedingungen dafür geben, mit denen wir vielleicht gar nicht einverstanden sind. Und das kann einfach so passieren und wir können nichts machen. Und genau dieses Feeling und auch das Wissen, das ist alles so schön, wie es ist, aber es kann sich jederzeit ändern, sollte man eben auch im Sinne der Anti-Cheats haben. Viele dieser Anti-Cheat-Lösungen hängen nicht nur mit dem Entwickler selbst zusammen und der steuert, wie er es macht. Natürlich kann der Entwickler auch sagen, ist mir doch scheißegal, ich habe gar keinen Anti-Cheat oder ich mache es aus oder ich drehe es um und lasse alle Legends bannen. Das ist ja denen ihr Bier. Aber in diesem Fall ist immerhin nur der Entwickler beteiligt und kann das Ganze steuern. Bei solchen tiefgreifenden Anti-Cheat-Lösungen, wie zum Beispiel eben dem von Faceit oder auch von Vanguard, bei denen in Kernel-Access-Ebene rumgefuhrwerkt wird, da ist eben auch das Betriebssystem zu fragen oder vielmehr eben Microsoft in Kenntnis zu setzen, was man da treibt. Und wenn der externe Partner sagen würde, das ist mir zu gefährlich, ich schließe lieber diese Lücke, dann hat man halt so ein bisschen geschissen, wenn man sich darauf verlassen hat. An dieser Stelle sage ich übrigens nicht, dass die Volvos irgendwie komplett ihr eigenes Ding am Laufen haben. Ich weiß nicht, wie tief die ganze Sache eingreift und was für Schnittstellen das aktuelle WAGNet und WAG eben nutzen. Ich will also nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere in Sachen Absicherung vor Dritten. Was ich aber bereits des Öfteren über die letzten vorneweg 12 Monate immer mal wieder gesagt habe, ist, dass dieser Grundgedanke, ich überprüfe, wie jemand spielt und erkenne, dass das ein Mensch ist, der sich unterstützen lässt, egal ob durch Soft oder Hardware, vom Feeling her irgendwie der bessere Weg ist, als ich guck am PC, was da passiert und versuche immer tiefer einzugreifen und versuche auch irgendwann irgendwie herauszufinden, ob da noch ein extra Gerät angeschlossen ist und so weiter und so fort. Siehe die Cheats, die in Valorant benutzt werden, um halt Vanguard und Co. zu umgehen. Aus meiner eigenen Sicht wirkt Ersteres irgendwie besser, also die Überprüfung des Spielstils. Man erschafft eine KI, die die Spiele begutachtet und die genau weiß, so spielt ein normaler Mensch ohne Hilfe und so spielt einer mit Hilfe, egal wie diese Hilfe aussieht. Genau an diesem Punkt interessiert mich natürlich deine Meinung sehr, wie du das siehst, was du besser findest von diesen beiden Varianten. Darauf wird auch gleich noch das Giveaway aufbauen. Ich will aber noch ganz kurz klarstellen, diese Sache hier stimmt so wie vorhin erwähnt nicht. Er hat das zwar recht offen geschrieben mit plant und
Plan, da weiß man ja eh nie, ist es so oder so, Lirum Larum Löffelstiel und sowas. Aber ja, nur um das zum Ende nochmal klarzustellen, es bleibt fürs Erste alles so, wie es ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Es könnte sogar ganz gegenteilig verlaufen und einfach noch besser werden, dass es noch mehr Security-Geschichten gibt, durch die man Absicherung betreiben kann. Jetzt lösen wir noch geschwind zwei Giveaways hier von YouTube auf und machen dann ein neues. Zuallererst gab es für euch diese Mac 10 Alert. In diesem Video hatte ich euch gefragt, ob ihr glaubt, dass Danger Zone noch dieses Jahr kommt oder dann irgendwann später. Vielen lieben Dank für 80 Kommentare. Unser Gewinner dieser Mac 10 Alert ist, ich meine, es arbeiten um die 80 Leute von Valve an CS, verbessert mich, falls ich falsch liege, das vermutlich mit, würde ich kurz reinklicken. Oh, guck mal da, es ist sogar eine Antwort auf eine Antwort. Da lesen wir erstmal den Hauptkommentar. Insgesamt muss man sehr unzufrieden damit sein, was Valve seit CS2 rausgebracht hat. Es wirkt immer so, als würden sie mit wenig Mitarbeitern arbeiten. Wenn man mal an die paar Tour und Two Maps denkt, die Ewigkeiten da waren. Traurig. Danger Zone kann alles passieren. Es ist recht umfangreich und hatte nicht so viele Spieler. Bei dem Tempo also wohl nicht 25. Ein Operation ist eh wichtiger. Und nun unser gewinnender Kommentar, sofern er das Richtige in seinem Kommentar stehen hat. Ich meine, es arbeiten um die 80 Leute von Valve an CS, verbessert mich, wenn ich falsch liege. Das ist verglichen mit vergleichbaren Titeln ein feuchter Furz. Ist ja klar, dass da kaum was Gescheites bei rumkommt. Erstmal, beides sehr wichtige und richtige Kommentare. Volvis, lass Deadlock mal für einen Monat einfach chillen. Das läuft eh gut. Und steckt mal kurz 100% einfach nur einen Monat lang in CS2. Danke. Komm, gibt auch ein Herz. Na sicher. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass bei den Volvos insgesamt extrem wenig Leute arbeiten. Also im Vergleich zu einem richtigen Gaming-Studio ist Valve auch ein feuchter Furz. Es ist viel zu wenig. Dieser Scherz, die Volvos seien sind doch ein Indie-Studio, trifft ja fast zu, wenn man bedenkt, wie extrem wenig Leute insgesamt in dem Laden halt angestellt sind. Aber kommen wir zurück zum Giveaway. Vorab leider passt es nicht. Man sollte schreiben, ob man glaubt, dass Danger Zone dieses Jahr kommt oder halt dann nächstes Jahr. Das ist, steht hier leider nicht drin, auch wenn sich der Hauptkommentar darauf bezieht. Ich muss jemanden neuen ziehen, da muss ich schon strikt sein. Aber, obala. Aber trotzdem sehr, sehr schöner Kommentar oder sehr schöne Kommentare. So, dann haben wir hier Da Cry. Ich habe Danger Zone wenig gespielt, würde es aber mittlerweile aktiver spielen. Denke eher, dass es erst ab Ende 25 reinkommt. Da Cry, du bist somit der Gewinner. Mara, bitte melde dich unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deinen Trade-Link in deine YouTube-Kanal-Info ein. Und als nächstes gab es noch eine MP5 SD Kit Bash für euch. In dem Video ging es um das Update vom 20.08. oder von einem Tag davor. Da war, glaube ich, SnapTap und Ich glaube, die Info, dass das WAC-Net jetzt langsam anläuft in der dritten Version. Und da hatte ich euch einfach nur gefragt, wie ihr dieses Update fandet. Wir schauen mal rein. Das T-Shirt habe ich mir auch bei Taco Richtig Urlaubsfeeling. Ach, ja. Mia. Und das Ultra-Nice ist, dass es von diesem T-Shirt auch eine Kindervariante gab, die meine Tochter dann natürlich auch bekommen hat. Und wir sind vor kurzem zusammen aufgetreten dann bei einer Familiensache. Aber Daniel, kommt da noch mehr? Das ist doch jetzt leider auch hier nicht der gewonnene Kommentar. Also sei mir bitte nicht böse, aber da müssen wir dann doch nochmal reinziehen und gucken, wie es jetzt aussieht. Melvin, SnapTap war an sich kompletter Trash gegenüber anderen Leuten, die eben nicht diesen unfairen Vorteil haben. Deswegen war das Update sehr, sehr wichtig. Du hast somit gewonnen. Bitte hier melden und deinen Trade-Link, wie bereits geschehen, hier einfügen. Sehr schön. Und heute gibt es für euch diese AK-47 Slay zu gewinnen. Um hier mitzumachen, schreibt einfach beim vorhin angesprochenen Thema mit. Also welcher Anti-Cheat-Grundgedanke gefällt dir besser? A. Der alte Gedanke, ich überprüfe den PC und im besten Fall Peripherie und so weiter und so fort des Spielenden, ob da irgendwas Komisches drauf läuft. Oder B. Ich habe eine KI, die sich genau anguckt, wie gespielt wird. Diese KI erkennt, ob ein Mensch mit Unterstützung spielt oder ohne. Haut's in die Kommentare, wir lesen uns dann dort. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare und für die Likes. Das letzte Video vom Freitag war, glaube ich, das meistgelikte Video auf diesem Kanal mit über 500 Daumen nach oben. Der absolute Banger. Dankeschön. Und auch von den Kommentaren her, es ist, glaube ich, bei knapp 300 Kommentaren, hat man wieder gut reingescheppert. Es freut mich so sehr, dass ihr so aktiv seid und mitdiskutiert und untereinander diskutiert und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Banger. Ja, dann sind wir jetzt für heute durch. Danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare und für die Likes und vielen Dank an meine Patreons und Kanalmitglieder, die man jetzt hier gleich im Abspann sieht. Haut da rein, morgen nächster Stream 18 Uhr. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.